Aber ich kann ja die eine Kiste kann ich ja dauerhaft da draufstellen, theoretisch. Dann ist ja dauerhaft das Ding so. Was passiert jetzt? Okay, also es ist. Da ist eine Leiter. Wie komme ich jetzt dahin? Hä? Ich blick's gerade nicht. Kann ich irgendwie hoch? Oder daran irgendwie ziehen? Nee, kann ich auch nicht. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Kann ich diese Kiste hier hinstellen? Dann wird die wahrscheinlich hochgesmashed irgendwie. Warte mal, ich stelle die mal so hin, dass sie auf jeden Fall nicht von dem Bereich mitgenommen wird. Wenn ich jetzt die so schiebe und dann da drauf gehe. Muss ich es schaffen, dass die übereinander stehen am Ende? Also wird es halt eh nichts. Ich gehe nochmal kurz hoch. Ich muss mal kurz wissen, was da oben ist. Weil vielleicht kann ich mit diesem Kraftfeld, was hier unten ist, gerade passiert, oben was bestimmen auch nochmal nebenbei. Wait. Ich habe hier diese Rampe, also oben gesehen, ne? Die Decke, ich kann gerade sehr schlecht zeigen. Oder habe ich hier eine Maus? Ne, habe ich nicht. Kann ich hier mit der Maus? Ne, geht nicht, gibt's nicht. Ich habe genau auf der Höhe habe ich eine Dings, ne? Ich stelle mal das andere jetzt hier hin und ich schieße mal beide jetzt mal nochmal hoch. Dass der eine vorrutscht und der andere vielleicht den nochmal nachboxt, so ein bisschen. Das war mein Gedanke gerade. Das klappt gar nicht. Ich fange euch auf. Habe ich gesagt. Ich raff halt noch nicht gerade diesen Modus oder diesen Moment, wenn ich hier durch bin. Weil das Ding ist ja. Wenn ich jetzt beispielsweise mit der Kiste hier weiter nach hinten rutsche. Bin ich zwar hier. Oh, wait. Aber was bringt mir das? Hä? Ich weiß noch nicht. Warte mal. Muss die ganz nach da kommen? Oh. Jetzt bleibe ich hier stehen, weil ich bin immer massiver als alles andere in dieser Welt. Könnte auch ein Auto auf mich zufahren, ich bleibe einfach stehen. Wie Hellboy oder wie er hieß damals. Rot heißt stehen. Er kennt's. Und jetzt? Jetzt kann ich ja wieder runter. Das ist halt so das. Weil ich noch nicht ganz ralle. Aber wieso? Ah! Warte, 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 warte. Das ist auch wieder mit dem Timer. Mit dem Timer, mit dem wir rechts runterfahren. Ich muss die Kiste so hinstellen, dass ich quasi die jetzt von der Leiter aus, also von hier oben aus greifen kann. Machen wir mal so hier hin. Hoffentlich jetzt nicht zu knapp. Jetzt ist es zu knapp. Wahrscheinlich. Okay, das ist. Egal. Wird schon schief gehen. Wir hätten auch einfach jetzt unten langlaufen können, aber egal. Wir machen es uns jetzt umständlicher denn je. Und drop. Und drop. Nee, warte. So. Dann schwingen wir dich mal hier hoch. Und rennen. Und rennen. Und rennen. Und dann kommt es gleich. Sim. Sim. Ja. Bitte greif. Bitte greif um dich. Yes. Ich glaube, hier oben wirkt das Feld auch noch. Ergo, ich könnte hier dann mich. Kann es sein, dass dieses Feld da oben auch dann geht? Oben.
Das ist ja tricky ass shit. Das gefällt mir. Schön Kopfzerbrechen. So, hoch. So. Yes! Oh, Kopf angestoßen, bewusstlos. Kommt dann wieder der Pfosten runter, tot. Das wär's. Okay, was ist jetzt hier? Ich sehe schon wieder ein bisschen Natur. Das ist auch schon mal geil. Einfach mal drücken, mal gucken, was passiert. Das ist ja relativ simpel, würde ich jetzt mal behaupten. Einfach komplett. Aber ich muss da nicht mehr hin, glaube ich. Ich glaube, wir müssen jetzt. Wir können die Minigun ignorieren, bis auf da. Oh Gott. Oh ne. Alles gut. Jetzt die Frage. Okay. Gar kein Problem. Das ist bestimmt wichtig. Ja, alles klar. Warum haben wir jetzt eigentlich hier dieses Gravitations... Das sieht mir aus, ob die Kiste hier hin soll. Irgendwie, ich weiß nicht. Ja, oder? Oder? Warte mal, was? Hier ist der Wald. Näher als... Nee. Das brauchen wir nicht mehr da. Da droppen wir nur noch runter, damit der Sturz nicht mehr zu groß ist. Das heißt, ich brauche die Kiste eigentlich hier so ungefähr. Hä, wie komme ich jetzt da drauf? Weil ich glaube... Scheiße, das war dumm. Jetzt. Nein! Ah! So genau so verwirrt. Nein! Bevor es runterfällt. So, jetzt. Ich komme da nicht drauf. Hä? Warte mal! Jetzt kann ich ja auch links entlang laufen, logischerweise. Vielleicht ist da noch eine Kiste. Boah, jetzt wäre es absolut ekelhaft, wenn auf einmal nochmal irgendwie eine Spinne so random auftauchen würde. Da geht's weiter. Oh Gott, ich glaube, wir brauchen die Kackkiste doch noch da drüben mit der Minigun. Und ich glaube, die ist auch massiv genug, dass sie MG-Schüsse aushält, so mäßig. Gib mal die Kiste gerade her, ich danke dir. So, drop that shit. Nein! Halt dich doch fest! Holy shit! Sauber den Kopf abgetrennt mit 38 Schüssen. Oh mein Gott, ey. Das hört sich auch mal an wie von Dipper Daylight irgendein Schrei. Die Bremse hier. Oh. Jetzt sind wir eh schon hier. Dann können wir gerade mal das mal nutzen. So. Packen wir es mal so hin. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht irgendwie runterrutscht und alles doomed ist. Oh, stressige Nummer. Ganz stressig, ey. Was ist denn jetzt hier los? Ah, okay. Nein! Hat nicht gereicht. Zack und runter. Boom! Booyaka! Ja? Ich brauche nämlich die zwei Kisten für oben die Rampe. Ah! Silly me. Oder es funktioniert hier nicht. Das funktioniert ja nicht. Okay. Wie kriege ich jetzt die Kiste hier rüber? Ach so, ja. Wieder stupid me. Ich nehme dich mal mit, ne? Danke. Lol, das sah witzig aus. Die Kiste
müssten wir jetzt eigentlich ja bekommen, indem wir jetzt gleich das oben, das Gravitationsfeld umändern. Zack. MG, ich scheiß auf deine Meinung. Aber so. Den können wir schon mal hier hinten irgendwo hin snacken. Ja, wie ich es gehofft habe. Schmetterling, das ist, glaube ich, hier in dem Game ein gutes Zeichen, oder? Wenn ein Schmetterling kommt. Weil davor waren es ja immer die Raupen, die uns abgefuckt haben. I don't know. Kommt es mir übrigens auch so vor, da sind hier auch die Bäume schon andersrum. Das habe ich jetzt drüben bei den Tannen, wo wir jetzt eigentlich auch rauskommen, gleich nicht drauf geachtet, aber... Ne, so. Oh Gott, ich habe den so schlecht getimed, gesetzt. Warte. Soll ich den extra nach hinten fahren? So. Und jetzt. Das ist meine Chance. Ich bin frei. Hoffentlich. Oh mein Gott. Ist aber immer noch eine Maschine. Es ist noch nicht vorbei. Das. Ich vertraue diesem Stahlträger gerade eine Menge ab. Magnetismus ist auch noch am Start. Heißt, wenn ich jetzt da drüben. Ich spüre gerade keinen Unterschied. Mama, vielleicht, wenn er jetzt fällt. Vielleicht, wenn er jetzt fällt, vielleicht passiert irgendwas. Irgendwie, dass dann irgendeiner von den Blöcken hier hin und her gezogen wird. Warte mal. LOL! Ich wollte eigentlich gucken, dass ich dann irgendwie das. Dass ich den quasi unten außen mache, um dann quasi schnell da hoch zu rennen, aber na gut, so geht's auch, ne? Würde ich immer behaupten. Ahnungslos, das Rätsel gelöst. Ja, so kennt man mich. Okay. Da hinten wieder zu. Hä? What the fuck? Oh, ich glaube, ich weiß es. Der kommt ja mit dem Affenzahn hoch. Das heißt dann quasi jetzt schon. Nee, das Timing muss noch besser sein. Nee, warte, Quatsch. Mach Bullshit gerade. Der muss ganz runter, weil der muss mit diesem Affenzahn hochkommen, dass er quasi wirklich genau perfekt da beim Schwung aufhört. Vielleicht sobald man ihn sieht. Nee. Also, wenn man ihn sieht oder, ja, ich sag mal ungefähr da, wo das Seil anfängt so unscharf zu werden. Ja! Und jetzt kommt irgendein MG wieder von irgendwas. Okay. Schon wieder vergessen, dass es hier diese ganzen Kack. Hä? Da war noch eine Liane oder war ich gerade komplett irgendwie von Sinn? Hier, diese Liane da oben. Hä? Okay, das ist ja fake.
Was mache ich jetzt hier? Was ist meine Aufgabe? Da war eine Liane da unten. Das habe ich gesehen. Wie soll ich da hinkommen? Ich habe gerade eigentlich Maximum gegeben von meinem Sprung her. Okay. Gut, habe ich mir denken können. Hä? Sehe ich irgendwas nicht? Da oben wäre ich ja auch gestorben. Und da ist diese, da hängt quasi unter diesem, unter dem Star, also unter diesem Rohr, wo lang sich quasi dieses Kreissägeblatt quasi hoch und runter rangelt. Aber hier oben ist ja auch so ein Lineal, eine Liane. Oder Kabel oder whatever. Das klappt auch nicht. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Ich rutsche einfach mal so runter. Auch nicht. Jetzt knistert es aber oben mal wieder. Ich komme immer so ganz kurz davor an dieses, was aussieht wie eine Liane zum Rüberhangeln oder so. Komme ich immer so minimal davor an, aber mehr für mehr reicht es nicht. Sollte ich mal warten? Irgendwie hat der Fall gerade geschafft, dass ich Momentum bekommen habe. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit hier warten halt dann das Problem löse, weil ich weiß nicht, ob die Maschine sich halt da... Oder muss ich an die Liane da oben? Das wäre ja komplett insane. Aber ich habe schon mal auf die Kreissäge, oder genau das Ding, was da oben unten an der Stange quasi rauskommt. Ich weiß, daran muss ich mich irgendwie orientieren. Oh nein, jetzt habe ich auf... Ah. Jetzt habe ich gerade aufgehört zu mich zu bewegen. Okay, nur noch gleiten nach dem Schwung reicht auch nicht aus. Ich versuche erstmal da irgendwie genau punktgenau auf diese Kakliane zu kommen. Da habe ich sie, glaube ich, theoretisch berührt, glaube ich. Aber was weiß ich schon. Ah, wenn du sobald du loslässt, also nicht mehr diesen Schwung nach vorne gibst und einfach den Controller lässt, ist dann instant das Movement raus, also dieses Momentum. Da werde ich halt zerlegt. Krass wäre es, glaube ich, gewesen, hätte ich gewusst, dass das jetzt hier so kommt, hätte ich da oben das genutzt, den Schwung von dem mit der Liane, dann hätte ich direkt komplett hier durchrasten können. Das klappt ja nicht, da haben wir zu wenig Momentum, das ist klar. Oh Gott, was ist das denn jetzt hier für eine Runde, ey. Da lande ich genau auf dem Ding drauf. Auch. Ich glaube, das ist der perfekte Moment, um hier mal die Session zu pausieren, zu beenden, whatever. Vielleicht mache ich es auch so, dass ich quasi jetzt in der nächsten Folge einfach das so lange, also laufen lasse die Aufnahme und so lange probiere, bis es klappt. Oder ich gucke mal vielleicht irgendwo mal nach, wie die anderen das gemacht haben. Die anderen. Also wie ich in so einer Klassenarbeit sitze.
Auf jeden Fall bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid auch wieder in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin, Leute, macht's gut und haut rein.